Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen bei meinem Deutschkurs B2. Heute ist Lektion Nummer 2. Und ich frage euch, habt ihr Papier und Stifte vorbereitet zum Schreiben? Wenn ja, dann beginnen wir sofort mit meiner Frage. Was seht ihr auf diesem Bild? Was ist das? Zähne, ja. Zähne. Und wie heißt diese Sache hier? Das ist eine Zahnspange. Die Zahnspange. Meine Frage an euch ist, wie finden Sie die Zahnspangen? Jetzt möchte ich, dass ihr mir Antwort gibt. Wie findet ihr die Zahnspangen? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, gut, nicht so gut. Ich weiß es nicht. So, meine Frage ist, wie äußere ich meine Vermutungen auf dem Niveau B2? Wir sind auf dem Niveau B2 und ein Wort gut oder ich glaube gut, das reicht nicht für das Niveau B2. Besonders wirst du das merken bei der mündlichen Prüfung. Wenn du deine Meinung äußerst, zum Beispiel bei der Diskussion und immer wieder ich denke, ich glaube sagst. Heute in diesem Kurs lernen wir, wie man auf dem Niveau B2 seine Meinung äußern kann. Nicht nur für die Prüfung, auch für das Leben. Okay. Soweit ich das beurteilen kann, schreibt mal das auf, diesen Satz, soweit ich das beurteilen kann. Soweit ich das beurteilen kann, machen die Zahnspangen die Zähne gerader. Schaut mal hier, nach dem soweit ich das beurteilen kann, kommt das Verb, sofort das Verb nach der Komma. Okay, so. Meine Frage, wer ist dieser Mann? Natürlich kennst du diesen Mann nicht und dann sagst du deine Lieblingssätze. Ich denke, ich glaube. Wir schauen uns mal das an. Ich denke, dieser Mann ist ein Student. Eine Wortfolge, wo das Verb den zweiten Platz hat. Oder du sagst mit dem Konnektor das, ich denke, dass dieser Mann ein Student ist. Achte bitte auf dem Niveau B2 auf die Wortfolge, wenn du solche Konnektoren benutzt wie das, weil, dann. Ja? Das ist sehr wichtig und wenn. Und das sollte bei Niveau B2 sehr, sehr gut sitzen. Okay, dann kannst du auch ich glaube das sagen. Ich glaube, dass dieser Mann ein Student ist. Achtung, Verb am Ende. Und bitte, ab jetzt lernen wir neue Redemittel, damit deine Sätze nicht einseitig klingen. Ich glaube, ich denke. Okay, schreibe bitte alles auf und bei manchen Sachen musst du sogar mitmachen. Ich nehme an, das. Schreib das auch auf. Ich nehme an, das. Ich nehme an, dass die Frau im Homeoffice ist. Oder vielleicht ist diese Frau auch so wie du zu Hause und lernt mit mir Deutsch online. Ich nehme an, dass die Frau im Homeoffice ist. Gut. Ich nehme an, die Frau ist im Homeoffice. Achtung, ist brauchen wir hier nicht. Mein Tippfehler. Zurück. Nochmal zurück. Ich nehme an, die Frau ist im Homeoffice. Ohne ist am Ende. So. Dann das nächste Beispiel ist meiner Meinung nach. So, du hast es bestimmt gehört, meiner Meinung nach.
aber du weißt es nicht, wie man das benutzt. Hier ist ein Beispiel für dich. Meiner Meinung nach ist Online-Banking sehr kompliziert. Also meiner Meinung nach hat Position Nummer 1 und dann kommt an der Position Nummer 2 das Verb. Ist Online-Banking sehr kompliziert? Meiner Meinung nach ist dieses Buch die beste Arbeit des Autors. Wieder das Verb an der zweiten Stelle. So, das nächste Beispiel. Ich bin der Auffassung, dass. Ich bin der Auffassung, dass. So, jetzt kommst du dran. Bitte bilde mir, schreibe einen Satz auf. Hier, ich bin der Auffassung, dass, und unten dein Satz. Online-Banking ist kompliziert. Wie wird die Wortfolge, wenn du das mit das sagst? Überleg es dir. Gut, so ist die richtige Variante. Ich bin der Auffassung, dass Online-Banking unkompliziert ist. Sehr gut. So, soweit ich das beurteilen kann. Achtung, schreib dir das bitte auf. Soweit ich das beurteilen kann. Beispiel, soweit ich das beurteilen kann, macht Lernen zu Hause Spaß. Aha, die Frau lernt zu Hause mit dem Kind und das macht so viel Spaß. Soweit ich das beurteilen kann, macht Lernen zu Hause Spaß. Das Verb kommt sofort nach diesem Satz, soweit ich das beurteilen kann. Achtung! Du bist dran und du bildest bitte den Satz alleine. Soweit ich das beurteilen kann, zu Hause ist es am schönsten. Wie ist das richtig? So, das ist richtig. Soweit ich das beurteilen kann, ist es zu Hause am schönsten. Das Verb ist steht hier. So, Wortfolge ist sehr, sehr wichtig beim Niveau B2. Geht's weiter? Aus meiner Sicht, schreibe es dir bitte auf. Aufgeschrieben. Aus meiner Sicht. Okay? Wikipedia-Beispiel. Sibylle Stürmer sagt, aus meiner Sicht hat René Zellweger mit der populären Reihe um Bridget Jones sehr wohl ein neues Frauenbild etabliert. Wieder aus meiner Sicht Position Nummer 1 und dann kommt Verb. Lest bitte diesen Satz euch vor. Okay. So, bildet bitte selbst einen Satz. Aus meiner Sicht, Punkt, die B2-Prüfung ist nicht schwer. Sagt mir euren Ergebnis. Aus meiner Sicht. So, die richtige Variante aus meiner Sicht ist die B2-Prüfung nicht schwer. Gut. So, hier sind noch mehr Mittel, Sprachmittel, die du gerne benutzen kannst. Ich bin mir sicher, dass, ich habe das Gefühl, dass, ich würde sagen, dass, wenn ich mich nicht täusche. Hier kommt ein Verb, wenn ich mich nicht täusche.
Kann ich jetzt den Unterricht beenden? Nein, auf keinen Fall. So. Jetzt haben wir die Mittel gelernt. Die sind sehr, sehr wichtig zum Argumentieren und um deine Meinung zu zeigen. Die Hausaufgabe, ihr bekommt jetzt zwei, sogar drei Hausaufgaben. So, Hausaufgabe für alle, die dieses Buch nicht haben, ist folgende. Eine Aufgabe für Aufgabe A. Wie finden Sie E-Learning, also Online-Lernen, im Internet lernen? Schreiben Sie Ihre Meinung. Benutzen Sie bitte dabei diese Redemittel, die ich euch jetzt präsentiert habe. Also ich denke, ich glaube, könnt ihr bitte weglassen. Und diese neue Sprachmittel benutzt bitte. Thema Nummer 1 ist, wie finden Sie E-Learning? Und das Thema Nummer 2 ist, wie finden Sie Sport zu Hause? Schreiben Sie Ihre Meinung. Also ich finde besonders schön diese Katze. Ja. Wie finden Sie Sport zu Hause? Schreiben Sie Ihre Meinung. Wählt einfach ein Thema aus, was ihr gefällt. Und schreibt eine kleine Meinung, ihre Meinung zu diesem Thema. Diese Meinung könnt ihr an meine E-Mail schicken. Und ich korrigiere das und dann gebe ich euch eine ganz kleine Antwort und kurze Antwort, ja? Wenn es 100 Menschen mir ihre Meinungen schicken, werde ich nicht zu lange schreiben. So, zwei Aufgaben zur Auswahl an meine E-Mail schicken. Wer dieses Buch besitzt, Grammatik aktiv A1 bis B1, dann gehen Sie bitte auf die Seite 103, Übung Nummer 3. Und da steht, bilden Sie die Sätze mit ich denke das, ich glaube das. Sie trainieren hier Wortfolge bei den das-Sätzen. Also lassen Sie bitte den Anfang ich denke weg oder ich glaube weg und benutzen Sie bitte die neuen Redemittel, die ihr gerade aufgeschrieben habt, zu diesen Sätzen. Und ob ihr das richtig gemacht habt, hab oder falsch, könnt ihr bitte hier in den Lösungen hinten korrigieren. So, und dann suche ich noch für euch Online-Übungen und ihr könnt gerne in der Videobeschreibung nach diesen Online-Übungen schauen und die online machen. Und vor allem, ich habe mir noch ein Spendekonto eingerichtet. Wenn euch meine Videos sehr gut gefallen, könnt ihr mir paar Euro spenden und dann bin ich ganz, ganz reich. Ja. Und ich freue mich auf eure Spenden. So, jetzt zeige ich euch noch meine E-Mail-Adresse. Hier, helenewermuth@yandex. Oh, Entschuldigung. @yandex.ru. Hier ist ein Fehler. Und ich hoffe, dass bei meinen bei den anderen Sachen kein Fehler ist. Okay, also .ru, nicht .de, sondern .ru. In der Videobeschreibung schreibe ich nochmal meine E-Mail-Adresse richtig. Und wir sehen uns bei der nächsten Lektion. Ich hoffe, du hast sehr viel gelernt und benutzt seit ab heute diese neue Redemittel. Tschüss!